Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer. Und das ist mal wieder ein neues Video von mir. Ja, es hat jetzt ein bisschen gedauert. Und ja, heute kommt kein neues Let's Play von meinem normalen Park, den ich weitermachen werde noch. Also erstmal sorry für alle, die mich schon länger abonniert haben. Und letzte Woche kam kein Video. Eigentlich kommt immer sonntags ein Video spätestens. Und eigentlich alle zwei Wochen in der Regel auch ein Let's Play Video von meinem Park. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die letzten Tage, wo ich das eigentlich immer vorbereite, keine Motivation gehabt, an meinem Park weiterzubauen. Ich habe jetzt auch kein Parktour heute mehr gemacht. Ich habe dann einfach gesagt, ich baue jetzt hier mal einfach aus dem Steam Workshop einen kleinen Disneyland Park oder sowas. Irgendwie so einen kleinen Park, dachte ich mir. Ich wollte halt mal auch was probieren, vielleicht für die Zukunft. Und ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen so ein bisschen. Wenn ihr jetzt hier zuguckt, ne, und ihr seid nicht so talentiert in Planet Coaster Sachen bauen, ich finde das, was wir jetzt hier was ich jetzt hier dabei rausbekomme, einfach aus Sachen, die aus dem Steam Workshop alle sind, da finde ich, kriegt man ziemlich schnell, das hat jetzt keine Stunde gedauert, was ich jetzt hier alles aufbaue, kriegt man ziemlich schnell einen schönen Park hingebaut. Kenner werden erkannt haben, dass, glaube ich, dieser Eingang aus dem Hansa-Park ist. Also wir haben ein wenig Hansa-Park hier in dem Park. Und ja, ich will so ein bisschen Disneyland-Feeling vielleicht hier reinbekommen durch das Disneyland-Schloss und ein bisschen Burg-Style. Ja, baue da jetzt so ein bisschen dran rum und ihr könnt jetzt gerade noch zuschauen, während ich ein paar Sachen noch sagen werde. Und ja, ich habe natürlich nicht vergessen, dass wir meinen Park weitermachen wollen. Ihr habt mir wirklich so viele Vorschläge geschrieben. Die muss ich mir alle nochmal in Ruhe durchlesen und verinnerlichen, dass ich dann mit meinem Modern Consumer Park weiterbauen kann. Ich habe aber auch andere Pläne und ich habe auch noch eine andere Verkündung, die ich für euch machen werde. Es gibt auf jeden Fall was Positives, naja, im Endeffekt was Positives für alle zu berichten, aber dafür werde ich in der kommenden Woche ein eigenes Announcement-Video machen, wo ich dann nochmal was sagen werde. Es wird sich also vielleicht, höchstwahrscheinlich, also ich weiß es selber noch nicht, aber wahrscheinlich schon, in Zukunft so ein bisschen was an meinem Kanal verändern. Im positiven Sinne, aber seid gespannt, was dann euch da erwarten wird. Und ja, ich habe auch, wie gesagt, schon überlegt, auch mal einen anderen Park irgendwie, wenn ich mal irgendwann einen anderen Park bauen werde, hier im Planet Coaster, in einem Let's Play, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich so einen Park baue mit Steam Workshop Sachen auch von euch dann gerne oder sowas, dass man sich, und das war eigentlich hier meine Überlegung, warum ich das hier gemacht habe, dass man sich einfach was anfängt zu bauen und sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel einen Ghostbusters-Bereich bauen und sucht im Workshop nach Ghostbusters-Sachen und versucht das da alles irgendwie reinzukloppen und schön miteinander zu verbinden, dass das ein schöner Park, einen schönen Park ergibt. Und ich finde, man kann das echt ganz gut machen. Man baut hier ein paar Sachen. Natürlich ist das alles fertig und vorgefertigt und man hat das nicht selber gebaut, finde ich aber nicht schlimm, weil genügend Leute können, und ich würde mich damit einschließen, können solche schönen Sachen wie zum Beispiel allein dieses Ding hier nicht selber bauen. Und allein das ist auch nochmal ein mega Zeitersparnis, wenn man sich mal einen neuen Park bauen will. Das kann man auch alles schöner machen mit den Wegen hier. ich wollte jetzt einfach schnell was bauen. Aber das ist doch echt toll zu sehen. Vor allen Dingen durch diese ganzen Steam-Workshop-Sachen zurzeit oder mittlerweile, was man da alles wirklich schon vorhanden haben kann und daraus was Schönes bauen kann sich. Also ich finde das richtig cool, das freut mich total und ja, das war jetzt glaube ich auch heute im Steam-Workshop präsentiert worden, so dieses Kettenkarussell passt auch wunderbar dahin. Klar müssen wir eigentlich über die unter der Brücke noch ein bisschen Wasser hinmachen, zum Schloss hin. Aber ja, auf die Schnelle habe ich jetzt ein paar Sachen halt einfach zusammengeklatscht. Und mal gucken, wie ihr diesen Park, den ich jetzt hier in diesem Video, in diesem kurzen Video, oder ja, obwohl es ist eigentlich wahrscheinlich genauso lang wie die anderen Videos auch alle, aber in diesem kurzen Part einfach mal erstellt habe. Und ich finde das echt cool. Und wir gehen auch gleich dann live in den Park rein und probieren die Attraktionen mal aus, weil ich habe die noch nicht getestet. Und ich werde jetzt aber auch ehrlich gesagt mir nicht die Mühe machen, alles unten rein zu verlinken, was ich jetzt hier verwendet habe. Wenn ihr kurz das Video anhaltet, seht ihr, glaube ich, sogar immer unten eingeblendet, wie das Ding heißt. Aber ja, also das will ich jetzt nur so gesagt haben. Ja, hier auch eine schöne Attraktion. Ich glaube, die war jetzt auch frisch drin im Steam Workshop. Aber keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Und ich freue mich gleich, das mit euch zu testen, das Ding. Und ich will jetzt mal ganz grob nochmal gucken, was ihr für Kommentare in den letzten Videos da geschrieben hattet. Ich hoffe, mein Part 63, mein letzter Part,
oder wo war das nochmal? Ah, ja, genau. Da hatte ein anderer YouTuber, glaube ich, unter meinen Kommentaren geschrieben. Da ich dein Video gerade schaue, während ich selbst ein Video schneide, kommt mir die Frage auf, wie lange du eigentlich brauchst, um ein Parkvideo aufzunehmen und zu schneiden. Daraufhin habe ich mir dann tatsächlich mal gedacht, komm, also ich will das jetzt selber mal für mich zusammenrechnen und habe mir dann die Mühe gemacht, um mal aufzuschreiben, wie lange ich jetzt zum Beispiel für das letzte Let's Play-Video gebraucht habe. Und das ist dann auch für mich so die Hürde. Ah, habe ich das schön gemacht mit dem Weg, ne? Genau. Das ist dann halt auch oft die Hürde zu sagen, mache ich jetzt das Video, schaffe ich das für das Wochenende, das Video fertig zu machen oder nicht? Ich ziehe mir das jetzt mal hier rüber. So, und dann habe ich aufgeschrieben, ich würde das mal grob überschlagen als Beispiel für Part 62, also mein Let's Play Part 62. Im Disneyland ist ja auch so eine Lokomotivenbahn, da habe ich mir gedacht, komm, dann nehmen wir die hier einfach. So, also, und das sind also Angaben, die geschätzt sind, dass ich 20 Minuten, wenn ich ein Let's Play mache, locker brauche, um das vorzubereiten. Ich lese mir dann nochmal die Kommentare durch und ja, überlege mir halt auch so, was kann ich jetzt davon umsetzen heute im Video. Da muss ich natürlich mein Spiel starten, blablabla, alles starten und gucken, testen, klappt das mit der Aufnahme? Und ja, so, sagen wir mal so roundabout 20 Minuten. Dann für so ein Video, Let's Play Video, wo ihr eine halbe Stunde seht in Zeitraffer, was ich gemacht habe, nehme ich meistens in der Regel schon 3 Stunden Rohmaterial auf, was dann zusammengeschnitten wird und in Speedrun quasi dargestellt wird. Also 3 Stunden so in der Regel. Dann brauche ich, um das dann zu schneiden, sage ich mal so 15 Minuten, dass ich das erstmal so alles vorgeschnitten habe. Ich habe eigentlich immer die gleiche Musik im Hintergrund drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also das ändert sich nicht großartig. Das heißt, ich klatsche das dann immer da drüber, das Video. Und dann schneide ich das und dann muss ich das ja nochmal nachkommentieren. Für das Nachkommentieren, also das Vertonen, brauche ich dann auch nochmal so eine Dreiviertelstunde. Das klappt ja nicht immer auf Anhieb alles. Da muss man nochmal neu anfangen und ne, den Greenscreen muss ich aufbauen, Mikrofon, alles einstellen, dass alles läuft. Das ist quasi nochmal eine Dreiviertelstunde. Dann schneide ich das Ganze am Ende nochmal so 10 Minuten, um das zum ja, vorzubereiten, dass das gerendert werden kann. Die Renderzeit habe ich mal komplett rausgemacht, aber die dauert, also bis das Video fertig gerendert ist, das kann bis zu einer Dreiviertelstunde dauern oder auch nur eine halbe Stunde oder 20 Minuten, je nach Länge des Videos und keine Ahnung, woran das alles liegt. Aber wie gesagt, das kann halt echt eine ganze Weile dauern, aber da mache ich ja nichts, das zähle ich nicht als Arbeitszeit, dann mache ich in der Zeit was anderes. Und dann brauche ich für das Thumbnail meistens noch so eine Viertelstunde, würde ich mal grob schätzen, und eine Viertelstunde, um das Video überhaupt bei YouTube einzustellen. Das Thumbnail, ne, da mache ich mir einen Screenshot aus dem Video raus oder sowas und bearbeite das dann. Und ja, um das Video bei YouTube reinzustellen, das dauert auch immer eine ganze Weile. Man muss ja alle hier den Text verändern, das Bild einstellen, die Werbung einstellen. Man stellt ein, was am Abspann noch für Videos da vorgeschlagen werden. Also da kommt immer echt einiges zusammen. Und somit habe ich dann gesagt, am Ende sind das 5 Stunden, macht in der Summe 5 Stunden Zeitaufwand, damit ihr ein Video sonntags bekommt. Ein Let's Play Video. War ein extremes Beispiel. Manchmal geht es auch alles ein bisschen schneller, ne? Oder ich habe weniger Videoaufnahme, um das Video dann zusammenzuschneiden. Am einfachsten geht natürlich so eine Parktour aufzunehmen, da suche ich mir einen Park aus, aber das dauert dann auch, das Aussuchen dauert auch eine Weile. Und dann nehme ich den Park auf und mache am Ende das Screenshot. Das geht natürlich in einem Rutsch viel schneller, da bin ich vielleicht 2 Stunden mit beschäftigt oder sowas, also weniger als 2 Stunden. Aber muss man halt auch erstmal machen alles. Das wollte ich nur mal gesagt haben, weil ich fand die Frage ganz interessant und auch für mich selber interessant, um das mal ganz durchzugehen, das Ganze. So, hier habe ich noch überlegt, baue ich noch hier diese Attraktion da irgendwie rein, aber da habe ich mich jetzt dann doch dagegen entschieden. Wobei die eigentlich, so eine Holzachterbahn hätte ja eigentlich auch ganz gut reingepasst noch. Aber mir ist jetzt, ich habe da jetzt nicht auf Anhieb, jetzt hätte ich noch mal vielleicht im Steam Workshop suchen sollen, vielleicht eine kleine Achterbahn, eine Kinderbahn oder sowas. Und habe mich am Ende jetzt doch für diese komische Attraktion hier entschieden. Ich hatte einmal versucht, die Wege da reinzubauen, die Warteschlange. Aber da muss man sich schon ein bisschen mehr Zeit nehmen. Hier sind zwar überall Pfeile drin, aber so richtig, das ist eine ganz schön aufwendige Sache hier in der Attraktion. Deswegen werden wir die, ich habe das jetzt nochmal unabhängig vom Video dann einfach fertig da reingebaut, dass ihr da auch ein paar Leute jetzt gleich seht. Und ich habe jetzt auch eine Sache nicht verstanden, da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, warum geht keiner durch mein Schloss durch? Ich habe da wirklich einen durchgängigen Weg, die Mitarbeiter gehen durch, ein paar
Gäste habe ich auch gesehen, gehen da durch, aber die gehen alle über diesen Parallelweg nur lang, um zu dieser Attraktion hier zu gelangen. Jetzt sieht man das doch, was ich hier kräpelig versucht habe aufzubauen. Das hat halt einfach überhaupt nicht geklappt. Deswegen kommt jetzt ein Cut. Und ja, ich habe hier hinten, ne, da geht es eigentlich durch. Ich weiß nicht, ob da eine Lücke irgendwo ist oder was. Eigentlich kann da keine sein, weil ich habe im Nachhinein gesehen, dass da Leute durchgegangen sind. Deswegen habe ich jetzt einfach mal diesen Parallelweg hier versucht zu bauen. Und zack, die Leute strömen jetzt alle durch diese schmalen Wege da hinten lang. Und ich habe keine Ahnung, warum hier irgendwie keiner durchgeht. Ich probiere da jetzt noch so ein bisschen rum, aber es klappt nicht so ganz. Und ne, jetzt sehen wir hier so ein paar Mitarbeiter da reinströmen. Also die gehen da alle durch, meiner Meinung nach. Ne? So ein paar Mitarbeiter müssen natürlich noch in den Park rein. Keine Ahnung, ob jetzt alles aufgefüllt ist hier. Und natürlich muss ja auch die Prinzessin lang gehen durch das Schloss, ist doch ganz klar. Ja, ein paar Bänke noch hin und so weiter und so fort. Und eine Toilette hatte ich mir gedacht, machen wir auch noch hin. Guck mal, da hinten strömen die jetzt alle lang. Es wäre keiner da hingegangen, wenn der Weg nicht da wäre. Jetzt müssen die natürlich durch diese engen Wege da durch. Aber sei es drum, ist halt so. So, jetzt haben wir nochmal eine Toilette hier und nochmal, ne, was war das andere? Keine Ahnung, irgendeinen anderen Shop oder sowas. Also ist das jetzt hier ganz gut aufgefüllt. Jetzt könnte man natürlich noch ein paar Bäume dahin machen, habe ich jetzt aber nicht mehr gemacht. Aber ich finde, ne, wenn wir jetzt gleich reingucken, hier ist jetzt schon alles schön eng bebaut, was ich immer sehr gut finde. Das muss alles zu sein. Ja, die Rampe hier vorne hin, da müsste auch noch ein bisschen was drumherum, vielleicht noch ein bisschen Berg hin und ein paar Pflanzen und sowas. Aber so auf die Schnelle, für auf die Schnelle ist das jetzt erstmal alles so dahin geklatscht, sag ich mal, und halbwegs miteinander verbunden. Und es ist ja alles ganz gut zugebaut. Also ich bin gespannt. Wir gucken jetzt mal rein in den Park und fahren die ganzen Sachen mit. Und live ist natürlich immer noch mal schöner. Mache ich hier noch was? Ein bisschen Weg bauen? Ja, ein bisschen umgeändert, damit da ein breiterer Weg ist. Genau. Ja, bis gleich. So, und da sind wir auch schon in dem wunderschönen kleinen Park drin. Also echt, ich finde es richtig schön jetzt hier, wenn man das so sieht. Das hat auch jemand schön gebaut auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt so nicht hinbekommen. Und wenn man jetzt von hier so guckt, das ist doch schon mal eine richtig schöne, kleine, idyllische Parkgeschichte, die wir da gemacht haben. Also machen wir jetzt quasi eine kleine Parktour. Gehen da durch den Eingang durch. Vor allem hier vorne ist auch schon schön alles ein bisschen zugebaut. Ich habe hier noch ein bisschen Wald hingemacht. Ich weiß nicht, ob das auch noch im Video zu sehen war. Ich habe hier hinten noch ein bisschen Wald außenrum gemacht. Wir gehen mal gerade rein. So. Und jetzt gehen die Leute auch durch das Schloss auf einmal durch. Ich weiß nicht warum, aber es passiert auf einmal. Oh, hier ist gut was los schon bei den Shops. Klar, man könnte hier noch überall auch ein bisschen Lautsprecher hinmachen, damit ein bisschen Musik kommt. Oh, das Schloss hier im Hintergrund und dann hier da das Riesen, das Kettenkarussell. Wunderbar. Hier rechts haben wir, das ist ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, was für ein Style das genau ist, aber wir sehen auf jeden Fall, Strieger. Wir sehen auf jeden Fall eine Art Burg. Ein bisschen Mauern, Burgmauern und so. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Hier ist so ein bisschen was, ne? Es ist überall ein bisschen was vorhanden. Hier der Eingang. Ich finde das sehr gut gelungen irgendwie. Also mir gefällt es jetzt erstmal schon ganz gut. Ja, hier ist ein bisschen kahl halt so drumherum. Aber ne, ich finde, das ist für viele doch schon mal machbar. Da könnt ihr mir gerne mal Feedback geben, ob ihr das auch schon so hinbekommen würdet. Oder meint ihr, das ist, war das jetzt einfach oder war das schon schwer, was ich jetzt hier gemacht habe? Ich finde, für das ist das Ergebnis doch schon mal echt ganz gut. Also, wir gehen direkt mal hier rechts in die Achterbahn rein. Die sieht doch wirklich sehr einladend aus. Hier, das Gebäude gab es, glaube ich, auch schon standardmäßig im Planet Coaster drin. Kann das sein? Oder ist das auch erst später dazugekommen? Weiß nicht, aber hier fehlen wieder Mitarbeiter, ne? Hier ist wieder alles zu. Also, da müssen wir noch nachhelfen. Personal, ich stelle mal hier einen vor und hier einen vor. Und hoffe, dass die Läden auch aufmachen. Und, also ich habe eine Sache immer noch nicht verstanden. Ne? Wenn ich jetzt Escape drücke, Einstellungen, dann kann ich ja hier unter Spieleinstellungen sagen, dass die Mitarbeiter, dass das alles hier nicht so schlimm sein soll. Ne? Sicherheitsfunktion machen wir aus. Kollision habe ich ausgemacht. Und ich will auch das mit den Mitarbeitern, habe ich eigentlich auch immer ausgestellt. Gäste übergeben sich, okay. Personalzufriedenheit aktivieren. Wenn nicht für Zufriedenheit des Personals gesorgt wird, könnte es kündigen. Personalzufriedenheit aktivieren. Wenn nicht für die Zufriedenheit des Personals gesorgt wird, könnte es kündigen. Das ist auch ein bisschen komisches Deutsch, oder? Ja.
wenn, also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich es anmachen oder nicht? Sind die dann unzufrieden? Keine Ahnung. auf jeden Fall stellt man das da um. So, die Warteschlange ist auf jeden Fall schon mal schön lang hier. Das könnte man natürlich auch genau hier abschließen lassen. Hier könnten noch so ein paar Pflanzen dazwischen oder sowas, ne? Oder man macht wirklich den Weg bis da ran. Ich hätte da jetzt eine Lücke gelassen, habt ihr ja gesehen. Sieht ja auf jeden Fall schon mal sehr nice hier aus, diese Achterbahn. Und ich glaube, hier dauert es halt echt eine Weile, bis man drankommt, weil da nicht viele reinpassen. Aber sieht aus wie so ein Geisterbahneingang, ne? Wir steigen direkt mal ein. Ja, Bewertung ist hier alles im grünen Bereich. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und hier geht's los. Und da geht's hoch zum ersten Turm. Der erste Lift. Ich weiß nicht, ob da noch einer kommt. Wir werden es gleich sehen. Ich habe mir die noch nicht genau angeguckt. Ich habe schon so grob drüber geschaut. Aber noch nicht ganz genau. Sehr schön hier. Ah, da ist der Kronleuchter. Dann geht's in den anderen Turm rüber. Mit Effekten hier oben. Die böse Hexe. Waren wir im Hexenturm oder was? Jetzt geht's wieder in den nächsten hier rein. Sehr geil. Also die fährt sich ja wirklich sehr schön. Und die ist auch wunderschön gebaut. Also dieser Turm da, meine Herren. Nice. Ei, ab hier durch. Diese Hexenlache ist immer herrlich. Ach, wir sind schon wieder angekommen. Lustig, lustig, tralalala. Ja, eine schöne kleine Achterbahn. Aber was hier alles gebaut wurde dafür, ist schon echt mega. Diese ganzen Türme hier. Wirklich sehr nice thematisiert, das Ganze. Gefällt mir sehr gut. Ausgang ist ja dann direkt hier dran, hatten wir schon gesehen. Und da könnte man auch rübergehen. Ich will mir das mal so anschauen mit euch zusammen. Das ist ja auch also echt nice hier, diese Kurve. Ja klar, hier könnte man sich überlegen, lässt man das so, ne? Ja, passt schon. Also der Turm, alles. Also das ist wirklich sehr schön thematisiert. Und auch wie dieser Turm halt mal aussieht. Das ist halt echt viel Firlefanz dran. Auch hier, dass hier noch mal, dass man hier noch durchgucken kann, finde ich auch sehr cool von außen gesehen. Also diese Zugbrücke hier dran. Also sehr, sehr schön. Nee, also die Bahn hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das heißt, wir machen uns jetzt mal weiter. Was haben wir denn da noch Schönes gebaut? Hier alles weg. Nervt so ein bisschen, ne? Schöner, großer, voller Platz hier auf jeden Fall. Wie gesagt, hier hätte man noch so ein bisschen dran machen können. Vielleicht einfach ein bisschen Wasser hier unter dieser Brücke. Aber das Schloss ist echt, das finde ich so geil, dass man sowas halt im Planet Coaster bauen kann. So, dann gehen wir mal hier zu der Attraktion hin. Ich steige da jetzt mal kurz ein. Klar, hier ist ein bisschen gruselig gemacht. Halloween-mäßig Geister. Ghost Rigsaw. Die Musik passt eigentlich auch gar nicht. Aber das Ding sieht man ja auch mega selten. Super toll hier, ne? Sieht man ja mega selten in Planet Coaster. Aber man fährt auch, glaube ich, nicht viel mit. So, echt, naja. Der Baum ist eigentlich auch im Weg, würde ich jetzt zwar behaupten, der eine. Aber okay, dann ist das halt so. Naja, aber da hat sich mal jemand bei der Attraktion wenigstens Gedanken gemacht für eine Thematisierung, auch wenn es hier durch den Baum durchgeht. Oder nicht ganz, keine Ahnung. Sieht das doch ganz schick aus, das Ganze. Ich habe die einfach mal gebaut. So, naja, gut. Also hier mitten im Wald. Ne? Da, hier, das ist doch so ein bisschen eng hier alles, ne? Aber die Musik würde ich halt niemals so einstellen. Na gut, okay. Gut, wie geht es weiter? Dann hatte ich schon gesehen, hier ist halt ein extremes Nadelöhr gewesen mit dem Eingang hier. Aber ja, doch, es hat sich jetzt so ein bisschen entzerrt. Komm, wir steigen hier kurz mal ein. Einmal kurz das Kettenkarussell. Und da sehen wir dann auch die Umgebung noch so ein bisschen. Ne, hier ist natürlich alles noch leer, klar. Ne? Aber ist doch eine schöne Sache. Sieht sehr schön aus. Die Thematisierung hiervon. Wunderschön. Oh, geil, hier so am Schloss lang. In Pink alles. In Pink. Cool. Das ist doch echt cool. Das hat auch irgendwie was. Ah, echt nice. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Natürlich muss man sich immer selber loben, ne? Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe mich ja schwer getan, hier diesen Eingangsweg zu bauen.
Der war echt, also es war echt nicht schön vorbereitet. Da muss man dann gucken, wie man das hier durchbaut. Aber ihr seht, es ist echt eine ganz schön lange Warteschlange. Es ist echt richtig lang. Oh, ich hoffe, das ruckelt nicht so, wie ich das jetzt hier gerade sehe in der Vorschau. Dann steigen wir mal ein in die gute Bahn hier. Mal gucken, wie die so ist. Wupp, wupp. Und ab nach hinten. So, ich spule mal vor. Und dann geht's auch schon los. Ab in die Mine. Oh, Kopf einziehen, ja. Die ziehen den Kopf ein. Ich weiß nicht, ob man die Bahn auch im Dunkeln dann nochmal schön fahren könnte. Das weiß ich jetzt nicht genau. Oh, hier staubt es auf jeden Fall ordentlich. Ist hier was zu sehen? Es hat alles aus Felsen gebaut. Ist natürlich mega texturaufwendig. So, und jetzt geht's los. Mal gucken, was hier unsere Disneyland-Minenachterbahn, Colorado River Bahn, wie auch immer, zu bieten hat. Das fährt sich doch schon mal sehr angenehm hier durch die Felsen durch. Felsen und Schluchten. Untertage, Übertage. Und dann sind wir hier in einem Gebäude. Boah, hier hätten wir ja was reinmachen können wenigstens noch. Aber okay. Jetzt geht's auf den nächsten Lift. Ja. Das ist schon echt, also verdammt viel Anstein, was hier verwendet wurde. Okay, hallo, hallo. Ich guck mal so ein bisschen um mich. Ich spüre mal ein bisschen vor. Da hinten fährt schon die andere Bahn lang. Und jetzt geht's... Süß. Naja, also... okay. Jetzt geht's nochmal richtig ab hier. Juhu! Nice. Also wirklich eine schöne Fahrt hier. Und auch, also wirklich... Black Mamba ist dagegen ja... nix. Naja, obwohl, also, ne, da ist hier auch alles wirklich schön. Na, guck, hier hat er wenigstens was hingemacht. Danger. Noch ein Lift, okay. Ah, hier hätten wir auch noch so ein bisschen Beleuchtung dann abends. Ja, okay. Da wirst du auf jeden Fall ordentlich eingestaubt hier. Ah, das sieht natürlich abends bestimmt sehr nice aus. Ah, krass, die Schiene hier oben. Sehr cool. Die geht aber richtig gut lang, die Fahrt. Da geht's unter dem anderen Lift lang. Hui. Nice. Echt cool. Also eine coole Fahrt. Ich hoffe, es gibt nicht noch einen Lift jetzt. Ah, hat genau gepasst. Okay. Sehr cool. Hier noch quasi könnte man einen eigenen See hinmachen. Und dann kommen wir in die Station. Ich weiß nicht, wie viele Bahnen hier drin langfahren. Ich hoffe, es sind drei. Es sind sogar vier Züge. Nicht schlecht. Also hier ist ordentlich was getaktet. Geht ordentlich durch. Also die Bahn hat auf jeden Fall... Die ist auf jeden Fall extrem nice. Also das finde ich schon sehr cool. Wir müssen mal ganz kurz noch gucken. Unabhängig davon, wie lang das Video dann wird am Ende. Ja, schön mit der Beleuchtung hier. Und ich wollte nochmal das hier sehen. Ne? Genau, das ist die Ecke. Das sieht natürlich echt sehr, sehr cool aus, hier abends durchzufahren. Sehr cool. Also ich bin sehr begeistert. Die hat mir wirklich gefallen und Spaß gemacht. Also komplett auf ganzer Linie gepunktet, das Ding. Guck mal, wie groß dieses Gerät einfach ist. Das Einzige, was ich mich frage hier, was ist denn hier in dem Gebäude hinten noch? Ist das hier Bahnhof oder was soll das hier sein? Achso, hier ist praktisch... Ach, der hat sogar einen Bahnhof hier hinten hingemacht. Für die Authentizität. Ne? Hier ist ordentlich was hingemacht, ne? Ja, okay, hier, wie soll das funktionieren? Weiche hier reinfahren? Keine Ahnung. Ja, naja, irgendwie könnte sie hier reinfahren. Aber sehr cool, also echt wirklich nice. So, dann gehen wir jetzt noch zur letzten Fahrt hin. Und dazu gehen wir einmal durchs Schloss durch. Ach, endlich gehen sie auch hier durch. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat von Anfang an. Das ist echt pompös, wenn man das hier sieht. Cinderella, da ist sie auch. Und jetzt bin ich gespannt, was das hier für ein Teil ist. Und ich habe dann erst später gesehen, dass man hier außen so einen Priority Pass Weg noch hätte machen können. Also, naja. Ja, die Gebäude sehen ja echt ganz cool aus. Oder das Gebäude. Monsieur Fries.
Aha. Aha. Ich habe jetzt auf die Namen nicht so geguckt, aber das ist der Witch-Doktor. Passt jetzt vielleicht doch nicht so ganz ins, ins gute alte Disneyland-Theme. Aber an sich ein schöner Wartebereich hier. Das ist echt richtig gut vollgebaut alles. Und hier fliegen die Bücher rum und alles. Der Hexenkessel mit der Hand. Nee, sehr cool. Ich glaube, das wird halt auch abends schön sein hier, ne? Wenn man mal so guckt. Sieht das schon sehr cool aus alles. Das hat schon was. Also das ist schon echt sehr nice gemacht. Was ist das hier unten eigentlich? Was sieht man denn hier? Ach so, hier sind eigentlich auch Mitarbeiter. Ja, das hätte ich auch mal löschen können. Picknick-Table. Ach so. Okay, habe ich alles nicht gemacht. Hier fehlen überall die Mitarbeiter. Das ist schade. So, da fehlen halt auch Wege wahrscheinlich hier hinten noch hinten. Irgendwie, deswegen sind die da so rumgelatscht eben. Aber okay. Fahren wir jetzt die Bahn im Dunkeln, frage ich mich. Nein, nee, wir fahren sie am Tag. Wir fahren sie am Tag. 15 Uhr jetzt. So, und rein in die gute Stube. Also richtig cooler Startbereich hier auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal rein. Grün ist alles. Perfekt. Cool. Sehr cool. Ich glaube, die geht richtig lang hier, die Fahrt. Und die andere Bahn daneben so. Alter. Oh, die Musik kommt richtig nice dazu. Ist das geil. Die Sounds. Ah, die muss man doch abends fahren, ne? Sehr cool. Wow. Ey, ist das nice? Haha, coole Sache. Dann noch hier so ein Feuerwerk reingemacht, ist das geil. Ist jetzt nicht realistisch, die Bahn, finde ich, ne? Aber. Ja, da hätte man noch einen See hin machen können sollen. Stand da auch irgendwo, habe ich nicht gemacht. Ist das cool vom Sounddesign auch. Die fährt sich so ein bisschen ruckig auch jetzt, ne? Ja, hier hätte alles Wasser sein müssen. Ja. Sehr, sehr cool. Also, die Bahn hat auf jeden Fall mal Laune gemacht. Wir steigen noch mal ein. So, so. Kurz mal so fahren. Finde ich auch mal cool, aber das ist auch von der Beleuchtung super geil gemacht hier, ne? Die Kurve hier so nach außen gedreht. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, das Ganze. Krass! Ach, die fahren hier so nah aneinander. Krasse Sache. Das hat man jetzt nur so gesehen, ne? Ich hätte das vorher nicht mitbekommen. Ey, die Sounds ist ja geil, dass die hier so drin sind. Sehr cool, Alter. Oh, das Schloss auch, wie das da schön beleuchtet ist im Hintergrund. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, was wir hier gesehen haben. Das ist schon eine coole Sache. Coole Sache. Wahrscheinlich findet man die beim Steamworkshop unter Witch Doctor, falls ihr die suchen wollt. Sehr nice. Echt sehr, sehr nice. Gut, also, das soll es gewesen sein aus diesem kleinen Mini-Projekt, was ich hier mal eben gestartet habe. Also, das war echt. Guckt euch das mal an, also was man hier in kurzer Zeit sich bauen kann, ohne dass man viel selber versuchen muss zu bauen, ne? Wenn man da nicht das Talent für hat, hat man also hier auch die Möglichkeit, so was Schönes zu bauen. Und das, finde ich, ist das Tolle am Planet Coaster. Du kannst entweder dir alles selber zusammenbursteln oder du gehst einfach in den Steam Workshop und baust dir was daraus zusammen. Ist so eine schöne Sache.
Insofern bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ihr könnt also erwarten, in der kommenden Woche wird es ein Announcement-Video von mir geben. Und spätestens nächstes Wochenende gibt es dann hoffentlich wieder was zu meinem Let's Play oder eine neue Parktour. Aber ich will an meinem Park natürlich auch weiterbauen und eure Vorschläge da einbauen. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Auch schön hier, ne? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, eine schöne Woche und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen und auch ein Abo, falls ihr jetzt Bock habt, wieder weitere Videos von mir zu sehen. Und habt ihr noch nicht abonniert, dann ganz schnell nachholen. Bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.